Wie viel Messer hast du dabei? Ich habe ein Messer dabei. Das würde, ja, das reicht aber. Kannst du noch Salz mitbringen? Sonne scheint, Defi ist richtig gut drauf heute. Also ich glaube, ich drücke den gleich und knutsche immer so richtig. Könnte sein, dass das hier alles nicht so richtig funktioniert hat. Aber so nach 2,5 Stunden sind wir dann bereit und startklar. Sauwasser? Ja. Du hast noch nichts gemacht, warum willst du Wasser trinken? Wir beide sind uns hier am Abkrüppeln, verstehst du? Aber du bist jetzt wieder der Erste hier an der Tränke, ne? Okay. Fick dich, Alter. Genau mein Humor, ganz ehrlich. Oh, ich liebe es. Bitte? Ich liebe dich, hab ich gesagt. Du liebst mich? Ja, klar. Nee, fick dich. Ach so. Nur nicht mal mit dem ersten Gericht angefangen. 10.000 Schritte habe ich schon mal drin. Deswegen fangen wir jetzt auch mit was richtig Reichhaltigem an. Und ihr seid jetzt mittendrin bei Defilicious. Marco kocht mit Detlef. Der neue Suchtstoff für euch. Da seid ihr jetzt mittendrin. Und heute starten wir mit einer fantastischen Carbonara. Ich sag mal so, das italienische Pastagericht. Und du bist sicher, dass wir kein Wasser anschließen sollen? Ich frag nur, zum letzten Mal jetzt. Ja, komm, dann schließ an. Aber ich wollte dir eigentlich jetzt die Arbeit ersparen, deswegen. Und aber du lässt mich jetzt nach hinten raus trotzdem wieder rennen. Wenn es schon angefangen hat, dann lässt du mich wieder laufen. Ja, du wolltest heute die 15.000 Schritte voll machen, hast du mir gesagt vorhin. Ja, aber sein Ernst? Was? Lecker. Ich fang schon mal an. Fang schon an, ich komm gleich. Als Erstes haben wir hier den Hauptdarsteller der Carbonara, den Guanciale. Eine Schweinebacke. Die ist 3 Monate gereift. Kein Kochschinken, kein irgendwelcher Speck oder so. Das nimmt man für eine Carbonara. So, auf jeden Fall hier die Fettkanten abschneiden. Ich meine, der Vieh hat gerade reingebissen, fand's lecker, aber ich würde die tatsächlich wegnehmen. Warum bist du nicht beim Kochen dabei? Den Guanciale dann einfach schön in dünne Scheiben runterschneiden. Die werden dann bei kleiner Temperatur in der Pfanne einfach ein bisschen ausgelassen. Defi, müsst ihr mal probieren? Geil, ne? Warte mal ab, wenn er angebraten ist. Ja, das ist, dann flippst du richtig aus. Also ist ja nicht so, dass er heute noch nicht ausgeflippt ist. Ne? Aber jetzt machen wir die Pfanne an. Wie findest du die Location eigentlich? Schon nett hier, ja. Ist heute nämlich das erste Mal, dass wir hier drauf kochen. Warum ich so gute Laune habe? Ja, weil wir erstmal 2 Stunden lang gebraucht haben, um die richtigen Düsen einzubauen. Weil das hat man mit 40.000 Düsen gekriegt, ne? Ja, den Guanciale haben wir jetzt in die kalte Pfanne reingepackt. Ist das falsch? Nee, ist richtig. Damit der langsam mit der Wärme der Pfanne hochzieht. Genau, der, ne, soll nicht verbrennen. Okay, also definitiv immer in die kalte Pfanne rein. Definitiv immer in die kalte Pfanne rein. Okay. Genau. Wir wollen einen krossen Guanciale, aber keinen verbrannten Guanciale. Du kochst auch nicht oft auf Gas, ne? Ich sag mal so, nur wenn ich in Italien bin. Aber das ist heute eine ganz neue Erfahrung jetzt hier für mich. Aber geil, definitiv, sensationell. Gewöhne ich nicht dran. Nee, heute bin ich echt stinkig. Ja, aber ja nicht wegen mir. Warum nicht? Wegen dir machen wir das hier alles, weil du so gut kochst. Du Arsch. Ich dachte, weil du Hunger hast. Nee, ich habe eigentlich gar keinen Hunger. So, ist mir jetzt viel zu fettig. Nur meine Linie achten. Will nicht so fett werden wie der Kameramann. Aber ich habe hier wieder eine schöne Aufgabe für dich. Ganz wichtig auch für die Carbonara, keinen Parmesan. Wir nehmen einen Pecorino Romano. Echt? Ja. Die meisten nehmen Parmesan, ne? Ja, das ist aber falsch, weil Parmesan ist ja ein Käse aus der nördlichen Region Italiens. Und Carbonara ist ja in Rom geboren. Und in Rom nimmt man eigentlich immer Pecorino. Tut sich da was? Haben wir die richtigen Düsen drin? Du bist der Düsenexperte, habe ich festgestellt. Ein Scheißdreck bin ich, Alter, ey. Sollen wir noch ein bisschen Arte spielen? Ja. Weißt du, warum das Gericht Carbonara heißt? Weil das im Auto gemacht wurde, dann einer boah gesagt hat und der andere sagte, na, richtig? Ja, so ähnlich. Ja, ja. In die Carbonara kommt ja reichlich Pfeffer rein. Pfeffer ist ja so schwarz wie Kohle. Auf Italienisch heißt Kohle Carbone. Ah, okay. Davon leitet sich das dann ab. Okay, hör mal. Boah. Niklas, komm mal bitte, komm mal bitte, komm mal bitte, komm mal bitte. Halt mal da rein. Hört euch das an einfach. Ich komme mir wieder vor, als wäre ich 12 und würde im Bett abends liegen. Wenn ich mich 3 Tage nicht geduscht habe, hat die Hoppikuppa. Nein, ich habe keinen Hunger mehr. Ich gehe. Du musst dich noch an meine Art gewöhnen, glaube ich, ne? War das heftig heute für dich bis jetzt? Ich habe mir nur zwischendurch gedacht, halt einfach die Fresse. Heute war ich sauer, ne? Tut mir leid, Jungs. Aber ihr seid trotzdem arschgeigen. Ja, schon ein bisschen geil, ne? Ich habe hier so einen kleinen Mitesser am Boden, ne? Was ist los, Schatzi? Nee, ich kann dir das nicht geben, Schatz. Du bist dagegen allergisch. Na gut, dass wir Wasser haben, ne? Gut, dass ich ihn angeschlossen hab, ne? Kannst du auch so durchschwenken? Ja, hast du gut. Meinst du, ich kann nicht kochen, oder was? Du kannst sehr gut kochen, bestimmt. Salate und so was und Fleisch, Junge, ich glaube nicht, dass du mich da schläfst. Ja, hier. Biefer, ne? Weil, meine Lieben, unser Sponsor Biefer.
Der ist hier mit an Bord und da freue ich mich. Und da werden wir auch ein bisschen Fleisch machen, ne? Ich freue mich auch. Wenn du möchtest, kannst du 4 Eier trennen. Wir brauchen nur das Eigelb tatsächlich. Ja. Soll das noch kaputt sein? Nee, soll's nicht, aber passiert halt, Niklas. Sollst du der Klugscheißer sein, Niklas? Meinst du, du kannst dir erlauben, für jemand, der nix kann, außer ein Loch im Schnee pissen? Meinst du, du kannst dir erlauben, hier große Fresse zu haben? Gefällt dir das so besser, Niklas? Boah, so sieht aber wirklich richtig gut aus, ne? Dann stellen wir es hier noch so dran, dann kleckerst du nicht. Also in der Regel sagt man so bei einer Carbonara 2 Eigelb pro Person. Geiler Lifehack. Richtig gut. Danke. Jetzt packen wir noch den frisch gemahlenen Pfeffer dazu. Darf ich dir mal eine ganz ehrliche Frage stellen? Warum hast du nicht direkt Fertigen geholt? Nee, warte mal eben ich ganz dachte, kurz. Du willst abreagieren, ja, ich komme gleich wieder. Okay, geht auch. Bei dem sah das aber ja, natürlich sah das besser aus als bei mir. Das ist klar, dass du das sagst. Du willst jetzt nur wieder Reaktionen bei mir vorrufen. Hast du recht. Bei ihm sah es profihaft aus, bei mir total stümperhaft. Und der viel bei dir sah es auch wirklich. Nee, ist mir auch immer. Wirklich. Leute. Vor allem hast du dich ja auch verbessert. Wegen wem stehen wir hier? Wem stehen wir hier? Wegen dir. So. Klein Pisser, alle beide, ehrlich. Du gehst mir auch richtig auf den Sack, Alter. Baller dich jetzt, Junge, ey. Du gehst mir voll auf den Sack, Alter. Die ganze Zeit schon. So? Boah, aber die Creme. Nee, Klaas, komm bitte, komm bitte, komm bitte. Sieht das jetzt aus, als wenn das gleich irgendwie mit Nudeln gegessen wird? Das sieht Nein. jetzt eher aus wie eine, weiß ich nicht. Wie ein Nachtisch, so irgendwie ein Nachtisch mit kommt. Trüffel. Guck mal hier, das ganze Fett, was hier schön rauskommt. Ist das alles Fett? Ja, Wasser ist da eigentlich fast gar nichts mehr drin, weil der Guanciale, der wird so 7 bis 9 Tage gesalzen. Also wird gesalzen und dann 7 bis 9 Tage muss der wässern. Da dürfte gar kein Wasser mehr drin sein. Möchtest du da ein bisschen mehr Feuer drauf geben? Geduldiger Mensch. Oh, das haben wir ja vorhin auch schon wieder gesehen. Was haben wir vorhin auch wieder gesehen? Dass ich alles gemacht habe, dass wir ohne mein Machen hier nicht kochen könnten? Das haben wir gerade gesehen? Oder was meinst du jetzt gerade? Nee, dass du geduldig bist, das meinte ich jetzt. Aha. Ich weiß, worauf du angespielt hast, mein kleiner Sportsfreund. Niklas, sagst du auch noch was dazu, bitte? Nee, der Niklas weiß, wann er die Fresse halten muss. Ja, habe ich vorhin nicht auch die Fresse gehalten? Ja, vorhin, aber jetzt ja, aber machst du hier, wenn die Kamera an ist, machst du ganz schön dicke Buchse. Ja, ne? Aber jetzt bist du ja wieder gut drauf. Wer sagt das denn? Für nächstes Mal besorge ich mir Würstchen, dann mache ich mir Würstchen zwischendurch. Im Biefer, dann? Mhm, natürlich im Biefer, worin denn sonst? Ich brauche mal ein bisschen Wasser. Geil, dass ich Wasser geholt habe, ne? Ist der noch ein Stück? Nein. Niklas, wie viel Stück hat der jetzt noch gegessen? Mein Gott. Ja, Niklas, fall mir mal am Rücken. Hast du so ein Pasta-Sieb? Was? Pasta-Sieb? Haben wir ein Pasta-Sieb? Er ist fast wieder auf Stufe. Ach nein, ein Scheiß-Sieb, um dämliche Nudeln abzukochen. Habt ihr ein Pasta-Sieb? Ein Scheiß-Dreck verficktes Sieb brauche ich einfach. Für seine Scheiß-Dreckskacke da. Ich hab eins. Perfekt. Ist auch extra aus Pastanien. So, ein bisschen Salz. Ist doch windig eigentlich hier. Ja, 3-Sekunden-Regel, ne? Dass wir die noch essen, ist ja wohl klar. Ja, ne? Klar. Alter, halt deine Scheißfresse, Alter. Oder ich verballer die dir einfach, ey. Und wir sind hier bei YouTube. Hier kann ich mein Scheiß-Drecksmaul aufreißen, wie ich das will. Und wem das nicht passt, der soll was anderes gucken. Ganz ehrlich, ey. Diese ganzen Dödel da mit ihrem, oh, du bist aber so böse Ausdrücke. Leckt mich am Arsch, ganz ehrlich. Das ist hier das wahre Leben, ne? Ja, ganz genau. Wenn ich mich darüber aufrege, rieche ich mich darüber auf. Oh, er hat Scheiße gesagt. Nein, fick dich, hat er gesagt. Du weißt, dass ich noch nachkoche, ne? Lass es sein. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen von dem Nudelwasser hier, um das Eigelb zu pasteurisieren. Darf natürlich nicht stocken, ne? Riecht gut? Boah, riecht geil. Du bist ein ganz ruhiger. Bist du immer so ruhig? Ja, bringt ja nichts, wenn ich jetzt auch hier durchdrehe. Ne? Wieso auch? Nee, das war jetzt falsch. Was lachst du da? So dämlich. Hat er direkt die Buchse voll, ne? Soll ich schon mal Teller holen? Boah, das wäre geil. Dann hast du jetzt wie viele Schritte voll? Ja, bestimmt schon 23.000. Ich kann manchmal meine Fresse aber auch nicht halten, ne? So schnell geht es, kein Problem. Bist du bescheuert? Der dreht doch gleich durch. Das ist mein verfickter Spruch, ihr blöden Arschlöcher. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Eine große Tasse, aber was hat der noch? Ich weiß nicht, was das noch war. Der viel Teller und eine Tasse. Ach ja, Teller. Ach, ihr hört mich, ne, ihr blöden Schweine. Die Nudeln sind gleich fertig. Halt doch jetzt einmal dein dummes Maul, ey. Laber deine Mutter voll oder was. Aber geh mir nicht jetzt auf den Sack, Alter. Jetzt mal ganz ehrlich. Was hast du gesagt? Ich schöpfe jetzt so ein bisschen Nudelwasser ab.
falls es gleich irgendwie keine schöne Creme gibt, damit wir da noch mal ein bisschen nachjustieren können. Ja, bei der Carbonara. Kommt jetzt sicherheitshalber beiseite. Vielleicht brauchen wir die aber auch gar nicht. Schön alles mit dem Guanciale-Fett vermischen. Kommt die ganze Stärke raus von den Nudeln. Da kommt schon fast so wie so eine Creme hier. Und dann machen wir die Ei-Pfeffer-Pecorino-Creme rein. Damit er nicht stoppt? Genau, das darf nicht stoppen. Ja, unsere schöne Creme hier. Guckt euch das mal an. Die Carbonara, die machen ja viele mit Sahne und so, ist ja eh alles falsch, ne? Alles. Und die machen ja viele mit Spaghetti auch. Ist das egal, welche Nudeln? Das ist egal. Oder? Also diese hier passen sehr gut. Rigatoni oder Mezzemanike passen sehr, sehr gut. Paccheri mag ich ja zum Beispiel auch sehr gerne. Ja, ja, ne? Ich weiß. Mir ist aufgefallen, dass du echt gerne dicke Nudeln magst. Ja, ne? Mag ich sehr gerne. So, wo ist der Pecorino? Aber ich habe noch mal eine extra Reibe dabei. Ich glaube, wenn der jetzt zerläuft, ne, das haben die Deutschen falsch adaptiert mit Sahne. So. Ne? Ne? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie annähernd so eine geile Carbonara gegessen. Noch nicht annähernd. Ich gehe, ne? Ich gehe. Boah, ich krieg Gänsehaut. Der Pfeffer daraus, wirklich, der Pfeffer dominiert so geil mit dem Ei. Du hast nicht diese Suppe in der Fresse. Wirklich, danke. Wenn du diese Scheiße mit dem Kochschinken hast und dieser ganze Dreck, ne? Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt die Ruhe von ihm und das Essvergnügen von mir. Bis zur nächsten Folge. Viel Spaß. Aber eins muss ich noch machen. Danke für dein Lob. Gerne. Das war sensationell. Danke dir. Danke fürs Essen. Gerne. Unfassbar. Unfassbar.